Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal ein richtig krasses Video, nämlich heute wird ein Glücksrad bestimmen, welchen Brawler ich spielen soll, Leute. Es wird auf jeden Fall richtig spannend und ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Let's go! So Leute, ich bin jetzt beim Glücksrad und ihr könnt schon sehen, hier sind auch schon ein paar legendäre Brawler drauf. Natürlich habe ich noch nicht alle legendären, deswegen, wenn ich einen legendären oder irgendeinen Brawler ziehen werde, den ich nicht habe, drehe ich einfach nochmal, Leute. Und ich würde sagen, wünscht mir Glück. Let's go, Leute, ich werde drehen. Und es wird, Leute, es wird... Search, okay, Leute, Search, den kann man ganz gut spielen, Leute. Deswegen, wir sehen uns gleich in der ersten Runde mit Search. So, Leute, ich bin jetzt in der ersten Runde mit Search. Mal schauen, ob ich gewinnen werde. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin kein guter Search-Spieler. Aber ich habe wirklich Angst, dass jetzt ein legendärer Brawler kommt, den ich spielen muss. Weil, wie gesagt, ich habe meine legendären Brawler gerade erst alle auf 500 gepusht. Und wenn ich dann verliere, Leute, dann ja, muss ich sie wieder alle neu hochpushen. Darauf habe ich richtig Angst. Und ich habe in letzter Zeit eh wirklich ziemlich viel Minus in Brawl Stars gemacht. Deswegen, Leute, versuche ich jetzt einfach hier mal zu gewinnen. Ich glaube, hier, ja, hier ist ein Bow drin, Leute. Sehe ich gerade. Hier ist ein Bow. So, genau, jetzt holen wir uns hier diese Power Cube. Genau, und jetzt können wir es, glaube ich, auch mit dem Bau aufnehmen. Oder besser gesagt, jetzt mit der Jessie. Oh nein. Okay, Leute, es war ganz schön knapp, Ja, okay, Leute, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Minus geben wird. Ja, okay, es gibt ein Minus 1, Leute. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Glücksrad, wenn es heißt, ich muss einen neuen Brawler spielen. Let's go, Leute. So, Leute, wir sind nun wieder beim Glücksrad. Ich würde sagen, wir drehen in 3, 2, 1, Leute. Let's go. Jetzt dreht sie es hier wieder. Bin ich mal wirklich gespannt. Und wir müssen die Boxerin spielen. Okay, Leute, das geht sogar, weil mit der bin ich eigentlich ganz gut. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich in der Solo-Schauen-Runde mit der Boxerin. So, Leute, ich habe jetzt die Boxerin ausgewählt. Mal schauen, ob ich jetzt damit Plus machen werde. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Und falls euch, ich glaube, es ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wenn dieses Gadget aktiviert. Diese grüne Farbe passt überhaupt nicht mehr zu diesen Büschen. Also dieses Gadget ist eigentlich wirklich jetzt nur noch sinnlos. Aber, Leute, das ist hier nicht der Sinn. Wir müssen jetzt hier gewinnen. Okay, hier war schon mal diese Ems. Ja, nee, Leute, ich lege mich jetzt mit der Ems lieber nicht an, weil die ist eigentlich doch ganz stark aus. Ich kriege jetzt diesen Energy hier. Perfekt, Leute, wir haben ihn. Wir müssen hier ein bisschen auf die Jessie aufpassen. Sehr gut, Leute. Und hier ist der Scheißboxer. Nein! Hat noch so geschafft. Nein, Leute, nein. Okay, Leute, ich... Minus 5, okay. Das ist natürlich nicht so gut, Leute. Und ich bin jetzt schon wieder bei 21.302 Pokalen, Leute. Das ist wirklich gar nicht gut. So, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo und ein Like freuen. Danke für die 368 Abonnenten. Ihr seid einfach die besten, Leute. Und es tut mir auch sehr leid, dass die Videos zurzeit nicht so lang werden. Wie gesagt, ich habe ja immer noch Schule. Ich habe leider noch keine Sommerferien. Erst in 2 Wochen, Leute. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, freut mich auch mega. Und ja, dann sage ich mal wieder. Ciao.